Schlagermusik hatte schon immer einen besonderen Platz in der deutschen und europäischen Musikkultur und Jürgen Markus wurde in den 1970er Jahren zu einer Ikone dieser Musikrichtung. Mit seiner klaren Stimme und seiner erfolgreichen Karriere hat er starke Spuren in der Musikindustrie und in den Herzen seiner Fans hinterlassen. Dieser Artikel bewertet das Leben und die Karriere von Jürgen Markus, Deutschlands Schlagerstar. Jürgen Markus, richtiger Name Jürgen Bäumer, wurde am 6. Juni 1948 in Herne, einer Stadt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, Deutschland, geboren. Seine Liebe zur Musik zeigte sich schon in sehr jungen Jahren. Er sang bei lokalen Musikwettbewerben und erregte schnell die Aufmerksamkeit von Fans und Musikproduzenten. Der erste Durchbruch in der musikalischen Karriere von Jürgen Markus gelang Ende der 1960er Jahre, als er einen Vertrag beim Plattenlabel Columbia Records unterzeichnete. Sein Selbstvertrauen und sein Talent ließen die Plattenfirma schnell sein Potenzial erkennen. Die 1970er Jahre waren für Jürgen Markus eine Zeit der Blüte. Er veröffentlichte eine Reihe von Hits in den Musikcharts in Deutschland. Zu seinen unvergesslichen Hits zählen »Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben« und »Ein Festival der Liebe«. Diese Stücke wurden nicht nur zum Soundtrack dieser Zeit, sondern wurden auch mit dem Namen Jürgen Markus in Verbindung gebracht. 1976 wurde Jürgen Markus ausgewählt, für Luxemburg beim Eurovision Song Contest aufzutreten. Er spielte das Lied »Chansons pour ceux qui s'aiment«, Musik für Verliebte, und erreichte bei diesem großen Wettbewerb den 14. Platz. Seine Teilnahme am Eurovision Song Contest führte ihn nach Europa und eröffnete ihm internationale Möglichkeiten für seine musikalische Karriere. Neben seiner erfolgreichen Musikkarriere sorgt auch das Privatleben von Jürgen Markus für Aufsehen. Er hat ein wirklich privates Leben geführt und es wurden nicht viele Informationen über sein Privatleben preisgegeben. Er war jedoch für seine Liebe und Begeisterung für die Musik und seine Fans bekannt. Das Leben von Jürgen Markus durchlief viele Phasen und Herausforderungen, aber die vielleicht größte Herausforderung kam in den letzten Jahren seines Lebens. Im Jahr 2012 wurde bei ihm ein Schlaganfall diagnostiziert und seitdem leidet er unter einer Verschlechterung seiner Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Obwohl seine Krankheit ihm viele Schwierigkeiten bereitete, trat er weiterhin auf und drückte seine Liebe zur Musik aus. Einige Zeit später, Mitte Mai 2018, verstarb Jürgen Markus wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag in München. Die Nachricht von seinem Tod hat viele Menschen bewegt und traurig gemacht. Jürgen Markus wird uns immer als Schlager-Ikone und Mutmacher für Menschen im Kampf gegen Krankheiten in Erinnerung bleiben. Die Beerdigung von Jürgen Markus wurde feierlich abgehalten und von Tausenden seiner Fans, Freunden und Kollegen besucht. An diesem Tag gedenkt und ehrt ganz Deutschland seinen Schlagerstar. Die Trauerparade fand auf den Hauptstraßen Münchens statt, und seine Fans und Liebhaber strömten herbei, um ihm ihre Ehre zu erweisen und ihre Liebe. Le natif de New York suivait son fils dans tout ce qu'il faisait, et le duo jouit au puzzle ensemble. Le père attentionné a déclaré que, bien que Sirgo ait fait preuve d'une mémoire impeccable, il avait du mal à appliquer ce qu'il avait appris. Chaque fois qu'il était en ville pour le voir, la star primée s'assurait de garder son enfant actif. Il a expliqué. J'ai essayé de construire ma cour dans un environnement de terrain de jeu de la Nouvelle-Angleterre où Sirgo pouvait sortir et entrer en relation avec la nature et entendre l'eau qui coule. Cela semble le faire sortir un peu. Alors que leur fils vivait loin des yeux du public, Sylvester et son ex-femme ont consacré leur temps à la recherche d'un remède pour lui. Ils ont créé un fonds de recherche pour collecter des fonds pour la National Society for Children and Adults with Autism. Sacha fait la guerre dure dans les tranchées. J'utilise mes films pour organiser des premières qui permettent de récolter de l'argent pour les fonds, a déclaré un jour Sylvester.
Sirgo a été diagnostiqué à l'apogée de la carrière de son père. Dans les années 80, Sylvester Stallone a utilisé deux premières deux films, des dons privés et un téléthon pour récolter $1 million pour la cause. À propos de cet exploit, la star de The Expendables, qui partage également ses filles Sixteen, Sophia et Scarlett avec sa troisième épouse, Jennifer Flavin, a déclaré que pour réussir, il faut se lancer à l'aveuglette avec un état d'esprit positif. Sylvester a fait remarquer que même s'il n'était pas le plus riche, le plus intelligent, le plus doué, il a prospéré parce qu'il a fait tomber les barrières partout où il le pouvait. Et vous, que pensez-vous de la raison pour laquelle Sylvester Stallone n'a pas emmené son fils autiste se faire soigner? Faites-le nous savoir dans les commentaires et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.